möchte gerne mit dir eine alte mentale Yoga-Technik teilen, dich anleiten, in eine tiefe Entspannung hineinzukommen und auf der energetischen Ebene Blockaden aufzulösen. Laya Yoga. Laya bedeutet auflösen. Bei dieser Entspannungstechnik kannst du Atem und die Vorstellung von Licht miteinander verbinden. Es hat eine sehr tiefe, entspannende Wirkung und gleichzeitig wirkt es auf deine Lebensenergie so, dass sie freier und besser fließen kann in den verschiedenen Energiezentren durch die Energiekanäle. Die Lebensenergie, mit der wir alle verbunden sind, durch die wir alle verbunden sind, die durch uns alle durchfließt, ist von vielen verschiedenen Faktoren abhängig. Vieles kann diese Lebensenergie unterstützen, vieles auch blockieren oder schwächen. Ernährung, Bewegung, Gedanken, Gefühle, Sinneseindrücke, alles, was uns so passiert im Leben, hat auch eine Auswirkung auf unseren physischen, seelischen, mentalen, energetischen Körper. Der energetische Körper ist dem physischen und seelischen kausal übergeordnet. Wenn du mit Laya Yoga, Atem und Vorstellung von Licht in deine verschiedenen Körperbereiche gehst mit deiner Aufmerksamkeit, dann kannst du dich in dieser tiefen Entspannung regenerieren und wieder in den Fluss, wieder in die Stärke kommen. Dein inneres Licht. Das ist gerade das, was wir in dieser Zeit brauchen. Das Licht, was in uns ist. Das zu spüren, das zu hüten, das zu stärken. Darin möchte ich dich gerne unterstützen. Finde nun eine bequeme Position. Am entspannendsten ist es, wenn du dich hinlegst auf dem Rücken. Möglichst ohne ein Kissen, so dass die Halswirbelsäule auch gerade ist. Wenn du es eher als Meditation nutzen möchtest, kannst du das auch im Sitzen machen. Klassischerweise wird es aber im Liegen gemacht. So werde ich das dann auch ansagen. Lege dich also hin und achte darauf, dass du dich entspannen kannst. Am besten in der Rückenentspannungslage Shavasana. Dabei sind die Füße mindestens hüftbreit auseinander und die Zehen fallen locker nach außen. Die Arme sind leicht abgewinkelt neben dem Körper. Antennenflächen schauen nach oben. Die Finger sind entspannt. Und jetzt, wenn du liegst, kannst du auch eine Decke noch nehmen, falls du als es kalt ist. Schließe deine Augen. Und drehe mit deiner Ausatmung deinen Kopf zur linken Seite. Bring ihn einatmend wieder in die Mitte. Ausatmen nach rechts. Einatmen in die Mitte. Ziehe das Kinn in Richtung Kehle, dass der Nacken lang ist.
atme tief und vollständig ein. Und langsam vollständig durch die Nase wieder aus. Atme gleichmäßig und tief ein. Und langsam vollständig aus. Atme ein, der Bauch geht nach oben. Atme aus, er senkt sich ab. Tief und vollständig einatmen. Langsam ausatmen. Finde deinen eigenen Atemrhythmus und konzentriere dich für einige Atemzüge ganz auf diesen Prozess, auf deinen Atemfluss. Werde dir nun verschiedene Körperteile nennen, kleinere und größere Energiezentren. Und du kannst die Vorstellung von Licht mit deinem Atem verbinden. Wenn dir das Licht so gelegen kommt mit der visuellen Vorstellung, kannst du auch spüren in die verschiedenen Bereiche während des Atmens. Spüre hin zu deinen Füßen, in die Mitte der Fußsohlen. Mit der Einatmung stell dir vor, Licht fließt dorthin, in die Mitte deiner Fußsohlen. Und mit der Ausatmung strahlt das Licht in alle Richtungen aus. Mit der Einatmung fließt das Licht, die Lebenskraft in die Mitte deiner Fußgelenke. Mit der Ausatmung strahlt das Licht von dort in alle Richtungen aus. Mit der Einatmung fließt das Licht in die Mitte deiner Kniegelenke. Ausatmen, ausstrahlen lassen. Einatmend fließt das Licht in die Mitte deiner Hüftgelenke. Ausatmen, ausstrahlen lassen. Einatmend fließt das Licht in die Mitte deiner Handinnenflächen und ausatmend strahlt das Licht von dort in alle Richtungen aus. Einatmend fließt das Licht in die Mitte der Handgelenke. Ausatmend strahlt das Licht aus. Einatmend fließt das Licht in die Mitte der Ellenbogengelenke. Ausatmen, ausstrahlen lassen.
Schulter, Armgelenke. Und ausatmend strahlt das Licht von dort aus. Einatmend fließt das Licht zu deinen Augen. Ausatmend strahlt das Licht von dort aus. Einatmend fließt das Licht zu deinen Ohren. Ausatmen, ausstrahlen lassen. Einatmen fließt das Licht zu deiner Nase. Ausatmen, ausstrahlen lassen. Einatmen fließt das Licht zu deinem Mund. Ausatmen, ausstrahlen lassen. Einatmend fließt das Licht zum unteren Ende der Wirbelsäule, ganz unten am Beckenboden, in der Mitte des Beckenbodens, Wurzel, Zentrum, Muladhara Chakra. Und mit einer Ausatmung breitet sich das Licht von dort weit aus. Einatmend fließt das Licht zum Kreuzbein, Svadhisthana Chakra. Ausatmend strahlt das Licht aus. Einatmend fließt das Licht zur unteren Brustwirbelsäule in die Höhe deines Bauches und ausatmend strahlt das Licht von dort aus. Manipura Chakra. Einatmend fließt das Licht zur Brustwirbelsäule zwischen deinen Schulterblättern. Anahata Chakra. Ausatmen, ausstrahlen lassen. Einatmend fließt das Licht in die Mitte der Halswirbelsäule, Höhe der Kehle, Vishuddha Chakra. Und mit einer Ausatmung lasse das Licht ausstrahlen, weit. Einatmen fließt das Licht in die Mitte deines Kopfes. Anaha Agina Chakra, drittes Auge. Und mit der Ausatmung strahlt das Licht aus. Einatmen, fließt das Licht zu deinem Scheitel, Kronenzentrum, Sahasrara Chakra. Und mit einer Ausatmung
Tief ein. Freiheit, Liebe und Zuversicht. Vielen Dank.